gerade fast gesehen. Wieso, Fiona? Hast du keine Kerzen? Mit Kerzen habe ich auch schon gepuzzelt. Ah, ich verstehe, was du meinst. Wird erstmal der Tag nachgeholt, ne? Ist nur noch der eine? Naja, wenigstens bin ich heil unten angekommen. Ehrlich? Ja. Bin an der Klippe hier runtergesprungen. Oh. Ich kann fliegen wie ein Schmetterling. Bung. Geh doch da jetzt aus dem Wasser raus, oder bist du eine Wasserratte? Oh. Was denn? Komm nicht aus dem Wasser raus. Das gleiche Problem kenne ich, das hatte ich auch schon. Jetzt habe ich wieder Land auch schon, unter meinen Füßen. Aber richtig und nicht geht das einfach besser. Ja, definitiv, ja, definitiv. Ja. So. Oh, mein Mann war hier, hier sind Tote. Bitte, lief da noch rum. Die habe ich auf den Kopf gespuckt. Nur auf den Kopf gespuckt, ja? Ja. Mann, muss das ein Flatschen gewesen sein. Aber freut mich. So Platsch und Klack und dann war er unten. Na, nun. Boah, jetzt kann ich hier nicht rüberklettern. Entschuldigung. Ich wollte da nicht rüberklettern. Wollte er da nicht rüberklettern, der böse Bube. Der ist död. Ich hätte schon viele verschissene Aufgaben, Mann, aber das. Oh, ich glaube, ich habe ihm eine zweite Futterlupe verpasst hier. Tatsi, kannst du nur. Abdrücken. Relativ einfach. Weil das macht man auf Toilette. Sehr schön. Es geht, Alter. Die Angriffe werden immer heftiger. Das sind auf keinen Fall nur noch Outcasts. Sogar die Zivilisten werden aufmüpfig. Total absurd. Hier ist niemand. Du bist nicht davor gelaufen, als hätte ich den auch. Achso, ich wusste nicht, dass du den anderen angesehen hast. Wir sollten vielleicht wieder mehr miteinander reden. Was? In der Situation sollten wir wieder mehr miteinander reden. Ich hab dich rechts nicht gesehen, deswegen. War leicht hinter dir. Nur leicht hinter mir. Anscheinend du hast mir nicht an einer Schulter gefasst. Geht in so dem Spiel auch nicht. Nicht mal an den Hintern. Das geht in dem Spiel auch nicht. Guck mal, dafür darfst du sie da unten machen. Aber zuvor werde ich kurz Bollchen reinschicken. Das sind aber ein paar. Naja, dann mal viel für Vergnügen, Schatz. Er ist tot. Ruhe. Ist nicht das Ding mit den Lasern hier? Ach, irgendeiner hat mich gesehen. Ja, ich glaube, dass das mit den Lasern ist, ja. Ich treffe heute echt nicht. Habe ich dir noch welche übrig gelassen? Eine ganze Menge. Ja, ein paar. Aber ich treffe heute nicht.
Ja, das ist das mit den Lasern. Yay! Machen wir ja Mission Impossible. Hey Schatz! Hi Schatz! Ne, hier ist nichts. Gehen in die Leere. Ja, auch nicht. Und hier bin ich gekommen. Er bewegt sich. Zoom. Oh. Hoffentlich gehen die Türen nicht auf. Hä? Ich hab das Ding doch nur zugemacht. Okay. Ich hack mich mal hier rein. Mhm. Okay. Hey, da hab ich ein Schwein. Da hat der Laser direkt hinter mir runter. Der hat ja den Banner im Popo abgeschnitten, ne? Hier liegt ein Toter. Ach, das, den hab ich durch die Scheibe. Also. Okay, jetzt da lang. Guck mal, dieses Hin und Her, du. Weißt du, wir sind doch sowieso nur die Laufburschen. Ja. Gut gedrückt. Alter, schon wieder so Glück gehabt. Schon wieder an diesen blöden Laser nicht gedacht. Sesam, öffne dich, ne? Machen wir. Anscheinend wurden alle Daten von dem Laufwerk hochgeladen. Alles Nötige sollte jetzt da sein. Sehr gut. Das Geld sollte in diesem Moment auf Ihrem Konto eingehen. Danke für Ihre Dienste, General. Ich freue mich auf zukünftige Updates. General Paxton. Schleichen Sie sich nicht so an, Sie erschrecken mich ja zu Tode. Das für General. Sie sind eine von Pharaohs Leuten, oder? Ich habe gerade das Zeug vom Laufwerk hochgeladen und ihm geschickt. Wir dürften quitt sein. Sie sind armselig. Für wen halten Sie sich eigentlich? Ich hatte 4 Sterne auf der Schulter. Sie sollten vorsichtiger sein, General. Sie haben mir gerade den Namen Ihres Komplizen verraten. Oh, Scheiße. Sie sind ein Ghost. Hören Sie, was ich getan habe, habe ich getan, um meinem Land zu dienen. Wir brauchen neue Waffentechnologien, um Amerika vor seinen Feinden zu beschützen. Aber dabei haben Sie sich selbst zu einem Feind von Amerika gemacht. Sie haben Ihre Position benutzt, um Verrat zu rechtfertigen. Hören Sie, wenn Sie wüssten, was ich für dieses Land geopfert habe, Sie würden sich in die Hosen pissen! Ich respektiere Ihren Rang, aber Sie muss ich nicht respektieren. Damit muss Schluss sein. Habe ich mich klar ausgedrückt? Gut. Wie fängt's an zum Büffeln? Weil ich nur sehr ungern nochmal herkommen würde. Das wäre für uns beide nicht schön. Ich glaube, der muss mal aufs Töpfchen. Nee, das ist schon zu spät. Der muss nicht mehr Töpfchen. Oh, wir kriegen Besuch. Mhm. Oh shit, eine Drohne. Eine fette Drohne. Oh, ich habe eine gesehen. Scheiße. Oh. Aua! Legt die Schweine um! Allesamt!
Geh hoch. Au. Ah. Wir haben wohl schon alle anderen umgebracht. Ja, die Drohne ist hier unten noch. Ja, ja. Na, Krönchen, wo willst du lang? Was ist das mit dem Drönchen? Der Kamerad ist kaputt. Hollali, hollalo. Das ist doch sehr schön. Wir kommen jetzt hier raus. Weil hier auf dem gleichen Weg, wie wir reingekommen sind, oder? Ja, wir müssen die Sachen haben. Voilà. Mission impossible. Ich bin außen rumgegangen. Ich hatte mehr Spaß. Ich hab's mir halt einfach gemacht. Ich wollte es aufregen, ich wollte spannend. Auch noch. Uff, uff. Nur Puzzle spielen ist gefährlicher. Meinst du? Mhm. Kommst du da drauf? Meinst du, du könntest dich an den Puzzleteilen verletzen? Ja. Hm. Schwerwiegend. Fleischverletzungen. Deswegen respektiere ich Fiana so. Die zieht das ohne eins durch, ey. Ohne ja, Angst zu haben. Hardcore-Puzzling. Ich hab mir schon voll ins Höschen geschissen, du. Ja, diese Puzzleteile, die können echt gefährlich werden. Gefährlicher als Ninja-Sterne. Warte, der hat irgendwie vorher nicht abgedrückt, ne? Jetzt finde ich voll komisch. Hm. Hab bisher noch nichts Gefährliches beim Puzzeln entdeckt. Alter, die ist so abgebrüht, die Frau. Ja, die sie merkt es schon nicht mehr, weißt du, so abgebrüht ist er. Ist ja voll krass. Leg dich niemals mit Fiona an. Nein. Ich hätte ja erwartet, dass nur hier mehr auf uns warten. Ja. Wir sind draußen, Punkt. Vielleicht ganz raus? Aus Höhle? Mal gucken? Ja. Ja. Och, das war lame. So schlimm bin ich nun auch wieder nicht. Nein! Jetzt macht sie einen auf unschuldig. Mhm. Und dann schlimm. Kommt sie von hinten und dann patsch! Hat sie gleich dich. Eine in den Nacken. Ja. Mhm. Ja, Fia, ich hab dich durchschaut. Mhm. Wer machen wir jetzt? So, Paxton war ja irgendwie lame. Lame. Mega lame. Machen wir jetzt Willem van Dyck. Okay. Ein Niederländer. Vom Namen her. Ja. Wo ist der denn? 3,5 in die Richtung. Können wir da mit einem Bötchen überfahren? Nee, das doch, ist... Doch, mit einem Bötchen. Na gut. Ich will so ein bisschen Wasserfeeling haben. Miami Vice, weißt du? Na, dann nehmen wir aber auch das richtige Bötchen dafür. Okay. Sitzen Sie bequem? Ja, ich sitze bequem. Danke für dein Follow, Seahawk. Vielen, vielen Dank. Ah.
Na, ist Bötchen kaputt? Was ich jetzt gerade so schade finde, ist, dass ich mich nicht hinlegen kann. Weißt du, da sitzt du so schön bequem mit deinem Arsch alle dort, ne? Und dann kannst du dich noch nicht mal hinlegen. Stückchen Kuchen. Oh. Muss erstmal vernünftig ausparken hier. Dann hast du deinen Führerschein gemacht eigentlich dafür? Gar nicht. Oh, scheiße. Ich muss gestehen, ich habe keinen Binnenfahrschein. Jetzt Miami Vice Musik hier einführen. Die kann ich auch nicht mal summen. Ich auch nicht. Ja, meine Drohne kann mithalten tatsächlich. Aber die geilen Aufnahmen. Yeah. Ich hab ja auch noch den zweiten Gang eingelegt. Geht nicht. Mann, was für ein Lappensput. Warte mal, wo muss ich denn? Ah, okay. Noch einen weiter. Ja, noch einen weiter. Ja, aber geradeaus fahren, das geht. Auch voll dämlich, man sitzt da, weißt du, und kann doch nicht mal ringsherum gucken. Nee, so gelenkig bist du halt nicht. Boah, ich bin alter Sack, ich weiß. Ach was. Jetzt weiß ich, warum Fiana so abgebrüht ist beim Puzzeln. In Wirklichkeit ist sie eine Puzzlemeisterin. Nein. 100%. Ich weiß gar nicht mehr, ob es heutzutage diese Puzzlemeisterschaften noch gibt, aber definitiv, Jana ist so eine Puzzlemeisterin. Das würde natürlich einiges erklären. Will ich noch weiter ranfahren? Ja, du kannst bis hier hinfahren. Nein, nicht wirklich. Ja, aber ob wir da dann hochkommen, ist die Frage. Du weißt, die können nicht klettern. Ich weiß, aber da kommt man hoch. Definitiv. Nicht wirklich? Ich weiß noch nicht mal mehr, ob es diese Puzzlemeisterschaften gibt. Auch 100%ig, Fiana, bist du Puzzlemeisterin. Ist sie dafür schräge hoch? Müssten wir schaffen. Denk dran, die können nicht klettern. Jedenfalls nicht so wie eine Bergziege. Ja, das ist doch formidabel eingeparkt hier, oder? Ich hab doch gut bei meinem Papa und bei meinem Onkel aufgepasst. Bin sehr beeindruckt, Max. Okay. Sind hier der Kletterhaken. Ja, besser wie die eine, von dem Papa mir mal ein Video geschickt hat. Definitiv. Aha. Es war auch so ein Motorsportboot und sie sollte das einparken. Es ist nicht einfach, ne, wegen Treiben etc. Ne? Ja. Aber anstatt das langsam zu machen, ja, sie drückt voll auf die Tube, ne, und knallt mit dem Boot voll gegen die gegen's Dock. Autsch. Ja, und es waren keine Pöller draußen, keine Reibhölzer, nichts. Das gab schön Lackschaden. Für eine Meisterschaft wird's nicht reichen? Ah, klar, wobei ich kann es mir einfach nicht vorstellen, so eine Meisterschaft im Puzzeln, ey, wer schneller das Puzzle da zusammen, also das ist, weiß ich, ich finde Puzzeln entspannend. Oh, 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 man, guck mal, ne? Ja, da wird ein Toter untersucht. Ja, mir ist hier aber auch nicht. Ja. Nur der eine. Fianas Trupp war schon da. Jetzt wird überprüft, was da gemacht wurde. Ja, die suchen Beweise. Wollen wir die Beweise mal schnellstens vernichten? Aber sowas von. Ratzi-fatzi, ganz gut. Ja, Elfie, oder? Da gibt es mir sogar recht. Puzzeln ist Entspannung. Komm mal, schön bei Abschalten. Ich würde ja gern mal das machen mit der Weltkarte. Mit diesen 20 oder 30.000 Teilen. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Dieses Riesending da. Aber da musst du ja quasi schon fast auf dem Boden machen. Ich muss ihn finden. Erstes
Schmucksmäuse. Hey. Frau meuchelt hier schon wieder. Hast du auch. Die Schweine haben seine Frau. Wanda van Dyck. Aber keine Spur von Van Dyck. Oder Dijk, je nachdem. Keine Ahnung, bin kein Holländer. Ja, die sieht ziemlich tot aus. Also auf dem Bild eben gerade sah sie wenigstens noch lebendig aus. Ja, ne? Ja, guck mal hier, fährt mit Fitnessraum draußen. Würde ich es mir auch gefallen lassen. Unter Schwede. Aber irgendwo, da sind noch Infos. Das wäre was, ey. Definitiv. Mhm. Wim van Dyck, wo ist er? Ja, irgendwie kann dir die Frage gerade niemand beantworten. Das nennen Sie also Bienenstöcke.